10. So, ja, und willkommen zurück aus der Pause, jetzt zum 9. Spiel des Tages und zum letzten Spiel für diese beiden Teams. Jetzt treffen noch einmal der Berliner Hockey Club und der Münchner Sportclub aufeinander. Das heißt, Nordost 1 gegen Süd 2. Und dieses Spiel, Malte, gab es, glaube ich, schon mal auf dem Feld, der Feldendrunde. Ja, wenn ich mich nicht recht erinnere, dann müsste das, genau, da war das so, dass... Moment, wir haben jetzt, glaube ich, mal die Zettel vertauscht, unsere schlauen Akten. Ja, da haben wir das Spiel noch nie gehabt. Das stimmt. Da haben wir uns einfach mal in unseren Unterlagen vertan. Das tut uns natürlich leid, das ist die erste Begegnung. Ja, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich dachte, die beiden Teams wären schon einmal aufeinander getroffen, aber das stimmt nicht. Sehen Sie, nicht nur auf dem Spielfeld können mal Fehler passieren, sondern genauso bei uns in der Kommentatorenkabine. Ja, was aber stimmt, da jetzt weiß ich, wo der Fehler lag. Berliner Hockey Club war natürlich der Endrunde auf dem Feld herein und hat Platz da gemacht. So, die Mannschaften haben Aufstellung genommen. MSC steht bereit, spielt in den grauen Trikots, weinrote Hosen gegen die in Rot gekleideten Berliner. Möchtest du noch einen Tipp vor dem Spiel abgeben, jetzt so kurz im Anpfiff? Ich denke, das wird ein enges Ding, aber mich hat Berlin überzeugt in beiden Spielen bisher und ich gehe davon aus, dass sie das Ding auch jetzt zu Ende bringen, die nächsten drei Punkte einfahren und damit souverän im Halbfinale stehen werden. Ja, beim Unentschieden wäre der Berliner Hockeyclub erster, Tabellenerster und würde damit im ersten Halbfinale um 9:30 Uhr morgen schon auf den zweiten der anderen Gruppe, der Gruppe B, treffen. Meinst du, ist es ein Vor- oder Nachteil, eher um 9:30 Uhr oder zur späteren Zeit um 10 zu spielen? Lohnt es sich hier vielleicht etwas langsamer in die Partie zu kommen und eventuell auch nur Zweiter damit zu werden? Ich denke, dass sie schon den Ansporn haben, die Gruppenphase jetzt als Erster zu beenden. Denn letztlich ist es egal, ob du das erste Halbfinale hast oder das zweite. Ich glaube, entscheidend dabei ist es, den Fokus jetzt auf dieses Spiel zu legen, um dann zu sagen, wir gehen mit vollen Kräften in das Halbfinale, um dann eben vielleicht eine halbe Stunde eben länger die Erholungsphase für das Finale zu haben oder eben auch nicht. Ja, spielen wir, oder sollte das Spiel um Platz 3 nur sein, hat man halt nicht den Vorteil mehr, dass man so früh gespielt hat. Dann ist es auch egal, ob man vorher das erste oder zweite Halbfinale spielt. Ja, aber man spielt natürlich gegen den ersten aus der anderen Gruppe, was natürlich eventuell ein Nachteil sein kann oder schwieriger sein. Ja, da ist es ja auch noch alles offen. Köln, Frankfurt haben die Möglichkeit. Mannheim natürlich, ja, schwierig mit einem Punkt. Haben allerdings, ja, alle nur noch ein Spiel, von daher. Ja, Frankfurt hat natürlich gerade sehr viel dafür getan, wieder halt eigentlich durch eben das Torfeld. Ja, 9:2 gegen UAC, das ist mal eine Ansage auf jeden Fall. Spiele bisher eher schleppend mit den ersten zwei Minuten ist ja Berlin, ja, etwas unerwartet schon tiefer drin, also was wir auch im zweiten Spiel schon gesehen haben, die Teams insgesamt etwas defensiver, etwas verhaltener. Gibt eigentlich ja keinen Grund, extrem verhalten zu spielen, es geht ja immerhin um den Tabellensieg oder den Gruppensieg, den Tabellenplatz an der Sonne praktisch. Jaric, der jetzt ist löst, aber über die andere Seite, aber den Ball abliefert im Brett von Felix Salge. Gut aufgepasst. Aber schon wieder ist der Ball in Berlin angesetzt. Thoma zurück auf Jeckle. Aber ich bin mal gespannt, wie Berlin zum Beispiel sich jetzt die Chancen erarbeitet. Ja, die werden ja mit Sicherheit
wieder auf Ecken gehen. Das ist deren Spezialität. Die haben in beiden Spielen eine fast 100%ige Eckenquote gehabt. Warum auch nicht jetzt gegen MSC? Ja, man muss sagen, wirklich auffällig gute Eckenquote im Vergleich zu vielen anderen Teams bisher. Also die anderen Teams dann oft noch mit dem Boden oder dann doch mit dem eigenen Abschluss dann zu hadern. Jetzt mal stark. Da rutscht der Ball über den Torwart über den Ball. Nachschuss an den Pfosten. Ja, Torwart jetzt klassische Hallensituation. Hält den Ball an der Bande, kriegt den Freischlag. Und jetzt kommt das ruhige Aufbauspiel der Berliner über Pojaric. Wirkle, ne? Pojaric und Wirkle, die Kurve kennen wir. Kirschlein, der bisher einige Treffer erzielt hat. Ja, genauso wie sein Partner aus der Abwehr, Pojaric, ne? Die duellieren sich so ein bisschen. Der eine schießt die Ecke, der andere macht das Feldtor, der andere zieht wieder nach. Also, die geben sich echt keine Blöße. Und natürlich muss man dazu sagen, die beiden sind schon echte Ausnahmespieler. Die haben die Einladung sowohl in den Landeskader bekommen, als auch in den Bundeskader, haben das eine oder andere Spiel schon absolviert und bringen dadurch natürlich nochmal eine gewisse Klasse mit, muss man einfach sagen. Ja, auf den Seiten der Münchner gibt es auch mehrere Spieler, die schon Länderspiele auf den Buckel haben, und dann der Captain mit der Nummer 10, Marvin Nahr, auch schon im Adler-Dress aufgelaufen. Und natürlich viele Spieler, die nicht nur für den Verein, sondern auch für die Landesauswahl unterwegs waren. Zeichnet sich aber auch immer wieder aus, gerade wenn man so das Zusammenspiel sieht, mal eine Einzelaktion, dann wieder genial, blindes Verständnis. Da merkt man deren Klasse schon aufblitzen. Ja, die Seilgebrüder zum Beispiel, wie der Ruhe auch, Lars Bocher zum Beispiel, die dieses Jahr bei dem Länderpokal, Rhein-Pfalz-Pokal, unter Kreuzer vor Ort hat den 15. Platz dort für den Bayerischen Hockeyverband erreicht haben. 5 Minuten gespielt, immer noch 0-0. Bis ein 9-2 wird, glaube ich nicht. Das war natürlich eine Steilvorlage. Dafür ist das Duell einfach viel zu eng, dass da so ein deutliches Ergebnis, glaube ich, auf die Anzeigetafel gebracht wird. Wir sind jetzt in der ganzen Spielaufbau um alle Zeit der Welt, bei den Cordes auf Cerdaini gespielt. Wir sehen aber, dass Berlin ein Stück weit sich verändert hat zu den Anfangsminuten in der Aufstellung in der Defensive, dass sie den Stürmer, die Stürmerreihe ein wenig nach vorne geschoben haben. Ja, am Anfang sehr tief gestanden, hinter der Mittellinie agieren sie jetzt vor der Mittellinie und machen dem MSC ein wenig das Aufbauspiel ein wenig schwieriger. Immer noch zwei verschiedene Systeme, Berlin im Raum, München in der Manndeckung, ganz interessant. Viele Teams, die meisten Teams mit einer Manndeckung hier in der Halle unterwegs. Ja, ob das der rutschige Parkett die richtige Wahl ist, wird sich noch zeigen. Und jetzt schon 1-1, 1-2 gegen Carlo Uhl. Ja, da geht es jetzt um Millimeter, die da vor dem Münchner Kreis ackern werden. Ja, und jetzt bekommt Cordes auch mal auf. Cordes kriegt den Bild. Zuschauer, die wie nicht lang kann. Leider doch, insgesamt sonst sehr spannenden und sehr schnellen Sportart. Ich gehe davon aus, dass dieses Spiel jetzt eher doch über die Taktik entscheidet. Ja, man muss dazu sagen, beide stehen sehr sicher und stabil da hinten drin, lassen wenig zu. Ich glaube, das wird vielleicht doch nicht so deutlich, wie ich mir, oder was heißt deutlich, aber so entscheidend, wie ich mir das vor Spielbeginn eingestehen wollte. Ja, vielleicht wollen auch beide Teams durch viel Wechsel auch nicht zu viel preisgeben für den möglichen Halbfinalgegner morgen. Es wurden natürlich auch schon zwei andere Spiele gespielt, also wirklich viel in dem Sinne geheim halten an Taktik und vielleicht Varianten. Kann man jetzt wirklich nicht mehr so gut, vielleicht spielt man natürlich jetzt eine oder andere Endvariante. Kann man das nicht verwirren, aber das wird sich jetzt alles zeigen in den nächsten 25 oder 25 Minuten. 21 Minuten. Ja, die Hälfte der ersten Halbzeit ist gespielt.
Und Resultat, wir haben noch keine klare Torschance bekommen. Das ist ein immer noch vorsichtiges Abtasten. Ich habe noch keine Mannschaft, die Absicht, ein Tor zu schießen. Ja. Jetzt wieder ganz ruhig. Ja, nicht ganz ruhig ist auch das Spiel, weil Berlin doch ein bisschen drückt, aber. Ja. Man sieht schon, denke ich, manchmal die Unterschiede bei den Jungs, eben des älteren und des jüngeren Jahrgangs. Jetzt sieht man ja auch mal verschiedene Jahrgänge im 1 gegen 1 Duell. Einige Spieler, die schon locker über 1,90 sind, gegen teilweise wirklich noch kleinere oder kürzere Gegenspieler mit 1,50. Das, was man im Spieler im Herrenbereich oder eventuell auch A-Jugendbereich dann nicht mehr so ist. Einige hoch aufgeschossene Jungs gegen der kürzere Vertreter. Ja, eben gute Aktion von Philipp Dillmeier, der hinten aus der Verteidigung durchgelaufen ist, keine Attacke vom BHC bekommen hat. Oh, stark durchgesetzt. Oh. Ja, ich denke, fast aus der Luft gespielt oder war da doch ein aus bayerische Verteidigung. Der einmal riesen Bogen läuft, um den gegnerischen Kreis in den Kreis eindringt und einfach mal auf den langen Pfosten schießt, aber ich dachte, gesehen, dass eigentlich halb hoch war. Ich glaube, das war vom Verteidiger vom MSC, dass da noch ein Schläger von denen dran war und den letztlich dann doch entscheidend abgefälscht hat. Ja, das spiel ich auch mit dem Bogen. Oh, schade. Die Idee, der Ansatz sehr gut gemacht, mit Tempo auf den Torwart zu und dann verspringt ihm leider der Ball beim Zier. Ich kann ein bisschen den Unmut des Trainers nachvollziehen. Wo will er da hin? Der Zier geht natürlich nur ins Aus. Aber wir haben jetzt zwei Gegensätze auf der Trainerbank. Martin Zwicker, eher der ruhige, der zwar energisch seine Spieler auf der Bank Anweisung gibt, aber aufs Spielfeld ruhig einwirkt. Und auf der anderen Seite haben wir Harry Fritsche, der da wirklich vehement am Gestikulieren ist. Und voll mitfiebert, was seine Spieler da aufs Feld legen. Denn jetzt denkt man auch, schon für den DRB-Kader gerichtet ist auf Zack, der macht ja hinten die Lücke dicht. Ja, Martin Zwicker, der auch als Jugendspieler auf dem einen oder anderen, Jugendendrunde war. Ich glaube, wenn ich mich täusche, bis zur Männlichen B noch beim Köthener Hockeyverein unterwegs und erst dann im Anschluss beim Berliner Hockeyclub und dann natürlich eine sagenhafte Karriere oder immer noch eine sagenhafte Karriere für die ersten Herren und im Dress der Honamas. Ja, teilweise war das 16-Jährige, das BRC. Eigentlich schön, solche Spieler auch so aktiv im Verein zu sehen. Ja, definitiv. Ne? Hat man zwar auch in den Jugendmannschaften, in den kleineren Vereinen, da kriegt man das nur gar nicht so extrem mit. Aber wenn man dann so einen Spieler in den eigenen Reihen hat, der da die Jugend unterstützt, den die wichtigen Impulse im Spiel um die deutsche Meisterschaft gibt, dann ist das schon eine ganz große Verstärkung da an der Seitenlinie. Will der jetzt mal das Spiel von einer auf die andere Seite verlagern möchte durch den Lauf. Ja. Ich denke mal, gut gespielt, gut gekickt. Extrem wichtig in Halle, jemand zu haben, der Kickern oben vor Jaric. Gegen Cordes im 1 gegen 1, kommt nicht vorbei. Geht zu Cordes, liegt auf, wird ja, nicht gefault. Weiterspielen sagt Florian Barislovic. Der BRC extrem tief in dieser Phase gerade im Spiel. Bei 3,5 Minuten noch zu spielen. Da rutscht der Ball vorm Tor durch. Aber keiner der Münchner lauert da vorm Tor und somit verpufft die Chance im Nichts. Jetzt die nächste Chance auf der anderen Seite. Der da am Torwart hängen bleibt. Ja, Toma, Jekle, Jaric. Jekle wird über die rechte Bande gespielt. Ja, ein bisschen fahrlässig, Cordes ist gut aufgepasst, holt sich den Ball.
Kommt hier klasse vor. Starke gibt dann aber auch wieder den Ball leicht. Der Turbo. Gut gesehen, gutes Auge, gut eingehängt. Und oh, da, was für eine Aktion vom Münchner Torwart, der den eingehängten Drehschuss von Jonas Pöschel, hält. Was für eine Aktion. Ganz stark rausgespielt, der Berliner. Und dann aber überragend gehalten. Was für ein Reflex. Unfassbar. Der eingehängte Torschuss war schon extrem gut. Da hatten wir beide uns eigentlich schon bereit gemacht zu googeln. Die Jungs von der Anzeigetafel wollten schon auf die Hand drücken, aber da hatte wohl jemand was dagegen. Gute Parade. Stark gemacht. Gerade jetzt. Auch einmal hinten im eingekreisten Turbo zu den Poljaric, aber mit gutem Rückerbrett liegt noch quer. Und da und ist es 1-0. 1-0. Der Mann, der eben noch gescheitert ist, Jonas Pöschel, wird von Poljaric auf der linken Halbseite bedient, der flach ins lange Eck einschweißt. Diesmal der Münchner Keeper noch geschlagen und der Berliner C geht in 1-0 Führung. Ja, ganz stark rausgespielt, extrem stark den Ball sich zurückgeholt und dann, ja, überragend gesehen von Poljaric, dass er ihn darüber legt. Und natürlich jetzt in dem Moment dann eiskalt verwandelt, hat seinen Fehler von davor wieder gut gemacht, oder was heißt Fehler, hat in diesem Fall das 1-0 erzielt in der letzten Spielminute vor dem Halbzeitpfiff. Ja, auffällig auch bei den Berlinern, nicht nur Poljaric, wie oft er genannt wird, auch viele andere extrem ball- und stocksicher mit wirklich guter Defensivarbeit, guten Rückhandbrettern, was den Gegnern extrem schwierig macht. Und trotz vieler Wechsel sind sie wirklich durch die Bank gut besetzt. Also man merkt tatsächlich keinen Leistungsabfall. Die sind alle richtig heiß, so wollen wir das auch sehen auf dem Bogen. Jetzt nochmal stark gekämpft und wieder Pöschel mit dem Schuss rausgedreht und das muss es fast sein. Aber Thomas scheint nochmal. Und da wird eingehängt, beziehungsweise gefährliche Spielpfiffen. Extrem gute Minuten jetzt in der ERC. Noch mal eine halbe Minute vorm Schluss diese Doppelchance eigentlich auf 2-0 zu stellen. Da war wieder. Ja, das hätte es eigentlich sein müssen. Erst Pöschel, der da am Torwart scheitert und den Nachschuss, den Thoma dann genau auf dieselbe Stelle beim Torwart auf den Brustschutz setzt. Sehr ärgerlich. Ich dachte, München wird jetzt noch mal runterlaufen und wünscht halt doch keine Eile. Angriff zu seiner Stande zu bringen. Damit gehen wir auch in die Pause und melden uns gleich mit der zweiten Halbzeit des Spiels. Berliner HC gegen Münchner SC aus der schönen Hansehölle. Hansehalle oder Hansehölle, wie Sie möchten, wieder. Bis gleich. Weiter geht's im zweiten Durchgang zwischen dem Berliner Hockeyclub und dem Münchner SC. Wir nutzen noch einmal ganz kurz die Gelegenheit, um unsere Freunde vom Hockeyclub aus Göttingen zu grüßen und nochmal zu gratulieren zum Aufstieg
auch größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Doppelaufstieg, den zweiten Aufstieg darf man natürlich nicht über den Tisch fallen lassen. Der Damen und der Herren in die Regionalliga Nord. Schöne Grüße in die Universitätsstadt und die Gaustadt nach Göttingen. Oh, und da ist das 2:0. Ein Ball ganz stark auf den langen Pfosten gebracht. 25 Sekunden gespielt. Da klingelt. Mann, das ging aber fix. Da, das war eine Ansage. Das Tor von Mika Schmidt. Ja. Eiskalt verwandelt am langen Pfosten. Modisch, farblich, mit Trikotfarbe und Einfarbe angepasst. Und hat seinen Namen auf die Anzeige getan. Stark. Kojaric über rechts. Ja, ging nah. 1 gegen 1. Da muss eigentlich jemand zur 90-Auflösung kommen. Jetzt geht der Ball raus. Seitenwechsel auf Schmidt. Und jetzt kommt wieder das ruhige Aufbauspiel. Wie reagiert MSC jetzt? Lassen Sie sich nicht davon beirren oder werden Sie hektisch? Was auffällig ist, ist auf jeden Fall, dass der MSC ganz weit nach vorne schiebt, hohes Pressing hat und versucht, den BHC hinten einzuigeln. Haben jetzt den Ball erobert, lassen den Ball clever laufen. Aber ärgerlich schon wieder verloren in der Vorwärtsbewegung. Und somit geht das Ganze über die andere Seite nach vorne. Kojaric, der war überhaupt schon mal draußen, hier durchspielt. Nämlich als einer der wenigen beim BHC. Stark durchgetankt. Und Florian Sperling, der auch schon. Ja, rasselt dann mit Cordes zusammen. Beide liegen auf dem Boden. Unterbrechung, kurzer Zeitstopp. Aber geguckt. Stehen aber schon wieder beide und. In anderen Sportarten, beim Basketball oder Handball, würde jetzt das Kommando zum Wischen kommen. Oder die Spieler wälzen sich erst nochmal über den Boden. Nicht so beim Hallenhockey. Da geht das ganz schnell, dass die Spieler schon wieder stehen, sich im Arm haben, fair abklatschen und, es gibt Pulli. Und weiter geht's. Ja, fair play, Korle spielt Ball rüber. Bendix, denkt man, hält den Ball stark im kurzen Eck, mit einem schnellen Reflex zieht er das Bein nach oben hoch. Und direkt im Anstoß gibt es das Fußfoul vom MSC. Jetzt wieder Ballbesitz für die Münchner. Die jetzt nochmal kommen müssen, ja? 12 Minuten, 2 Tore. Und irgendwie noch ja, die Möglichkeit zu haben, doch den ersten Tabellenplatz hier zu legen. Da bräuchten die teilweise 3 Tore, weil die mit dem Unentschieden nicht reichen, aber 2 Tore wäre natürlich auch schon reichen. Ja, da ist man auf jeden Fall wieder dran, ne? Das Spiel ist offen. Eine Entscheidung gibt es auf jeden Fall hier im Spiel noch nicht. München jetzt wieder im Angriff und da ist der Rückhandschuss von Ferdinand Schmitz, von Ferdinand Schmitz am Pfosten vor der Spitz. Aus spitzem Winkel. Aus spitzem Winkel, spitz daneben. Dabei jetzt auf Toba. Toba, der jetzt am Kreis vorbeiläuft. Ein ungenauer Ball nach hinten spielt. Mit. Aber mitspielende Torhüter. Oh, gerade in der Halle, das A und O. Bringt den Ball schon wieder mit nach vorne. Toma läuft, kriegt den Vorteil gepfiffen. Ja, ohne Pfiff, glaube ich, oder? Einfach weiter gespielt. Also, der Vorteil ist auch kein Pfiff, sondern. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, das rutscht dann natürlich mal einfach nicht richtig raus. Ja, gut aufgelöst. Ja, jetzt ist in der Ball. Macht das gut hinten links. Ja, ob hinten links, hinten rechts, vorne, oben, unten. Ich glaube, der kann alle Positionen spielen. Kirchner mit dem Rückhandschuss. Von dem haben wir in diesem Spiel ein bisschen weniger gesehen. Hält sie noch ein bisschen bedeckt. Stark. War das nicht hoch? Hier dass der Ball hochgeht. Schwer zu sehen. Florian Rislowich steht gut. Entscheidet, ob weiterspielt. Ja,
den Ball reingehechtet. Gut, der war eigentlich noch ein Mitspieler. Musste ja nicht zwingend rangehen. Was auffällig ist, sind die Münchner Fans, die die weite Reise hier in den hohen Norden getan haben. Ja, zahlreich sind sie da, bringen die Halle zum Beben. Und da ist das 3:0 durch Luca Kirstein, der den Ball rechts am Strafraum erobert, am Kreisrand erobert und sofort abschießt ins lange Eck. 3:0, das wird natürlich jetzt ganz schwierig für den Münchner Sportclub. Ich glaube, sein dritter Treffer des Tages, wenn unsere Statistiken hier nicht lügen. Zum dritten Mal wird sein Name hier auf den beiden Anzeigetafeln eingeblendet. Spitz wieder. Rückhand, geht zurück. Wieder Zug zum Tor oder Zug zum Kreis. Marvin Nahr, der Kapitän. Läuft da ins gelegte Brett rein. Entschuldigung, nicht Marvin Nahr natürlich, sondern einer der Seitenbrüder. Florian nämlich. Ja. Oh, klasse, Spitz raus. Kann den Ball nicht verwerten und nicht halten. Vorhin schon mal eine Phase mit Ping-Pong-Hockey dabei, wird hin und her gespielt. Ja, stark gemacht. Seige. Und jetzt der Konter. Kirstein am Ball. Legt ihn quer. Und was für eine Parade des Torhüters. Ganz stark unten aus dem Eck rausgefischt mit dem Schläger. Ja, Pöschel wäre es schon wieder gewesen, der da eigentlich einschussbereit in der Mitte zum Ball ging. Mann, Mann, Mann. Die Berliner Fans machen nochmal Dampf. Aber auch die Münchner. Mit dem Weinrot. Das ist einigermaßen zahlreich für die gemessene Entfernung oder Entfernung nach Lübeck vertreten. Gut. Ganz gefährlicher Pass von. Und da ist Koma eiskalt vom Tor. Wahnsinn. Stark gemacht, aber auch extrem schlimmer gefährlicher Fehlpass. Pass, muss man einfach mal so sagen. Als Michael Huber, der den Ball da komplett in die Vorhand von Koma legt. Wie du es Koma legt. Ja, und der mit seiner Routine klasse am Torwart vorbei in die, ins Netz rein, in die Maschen zum 4:0. Ja, Jan Cordes, der insgesamt ganz gutes Spiel macht, aber noch nicht ganz die Akzente nach vorne setzen konnte. Auch schwierig, wenn du einer der wenigen bist, die versuchen, die Mannschaft zu pushen, zu reißen und dann leider vorne das Anspiel in der Vorbereitung. Direkt gerutscht weg, Cordes 1 gegen 1, liegt quer. Und dann wird der Ball nicht richtig getroffen, kein Problem für Bendix, denkt man. Der kommt Schippern, der eigentlich seinen zweiten Treffer hier fast erzielt hat. Scheitert zum wiederholten Male jetzt an Bendix, denkt man. Der wirklich extrem gut steht und natürlich auch, denke ich, den Ansporn hat, hier die Null auf der Anzeigetafel stehen zu lassen. Jetzt muss ich vor Jahren mal nicht auf dem Feld. Und auch mal eine schöpferische Pause. Wuhl jetzt im Kreis. Ja, dreht sich raus. Nah ist da mit dem Brett. Und tankt sich aber durch. Ja, auf Schippan. Verliert ja aber den Ball. Stock. Fehler, Abschlag für den BRC. Ja, und die Twitter sieht sehr entspannt hier unten aus. Ich weiß, dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Spiele auf die nächsten 3 Punkte einsetzen wird und dann morgen aber schon ein bisschen früher am Frühstückstisch sitzen muss. Aber ich denke, das nimmt er gerne in die Hand, die Gruppenphase als Erster zu beenden. Ist ganz wichtig, denke ich, für Selbstvertrauen, um dann gestärkt ins Halbfinale zu treten. Und ja, die Frage ist ja, ist es einfach gegen den Ersten oder gegen den Tabellenzweiten der anderen Gruppe zu spielen? Ja, was meinst du, David? Ja, man würde natürlich denken, dass natürlich als Tabellenerster leichter sein sollte, gegen den Tabellenzweiten zu spielen, aber manchmal kann das täuschen. Manchmal
der Tabellenzweite nicht unbedingt die viel oder deutlich schlechtere Mannschaft. Manchmal treffen auch Systeme aufeinander, sind wirklich eigentlich gerade auf diesem Niveau zwischen den vier Teams, die dann weiterkommen sollten, eigentlich noch Nuancen entscheiden. Mhm. Aber letztlich, es geht um die deutsche Meisterschaft und ich denke, da gibt es keinen einfachen Gegner, kein Losglück. Dann nimmt man, wer kommt, und der wird dann eben, so gut es geht, eben auch noch bezwungen. Ja, ich denke, bei den letzten vier ist die Dichte einfach an guten Spielern so eng, dass sie eigentlich alles im Sinn haben. Wenn man mal so auf die Statistiken schaut, da muss man mal ganz klar sagen, die MJB von BHC in der Halle, fünfmal standen sie im Finale der deutschen Meisterschaft, fünf Titel sprangen dabei hinaus. Von daher kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie dem wieder nachgehen wollen. Oh, so, da gibt es die Ecke. Ja, weil wir gerade noch von der Linie gefischt, aber die Schiedsrichter beraten sich nochmal. Sehen wir ganz oft hier eigentlich bei diesem Turnier. Gefällt uns gut von hier oben, wie die Schiedsrichter, jetzt in diesem Fall Florian Barislowich, der seinen Kollegen noch einmal ranruft und sich jetzt doch umentscheidet. Korrekterweise nicht die Ecke zu geben, sondern den Freischlag für München. Noch 4 Minuten noch. 4:0. Sieht fast aus, als wenn die Messe gelesen wäre. Aber natürlich sollte der MSC nicht aufgeben, denn er hat gesehen, was passieren kann, wenn man sich dezimiert, wenn man aufhört zu spielen im Spiel zuvor. Da war das ja eine klare Sache zwischen Frankfurt und dem UAC. Aber ich denke, so hoch wird das Spiel letztlich doch nicht ausgehen. Dafür ist die Klasse dann doch zu gut. Also sicher, also eins dieser beiden Teams, die wir jetzt hier gerade sehen, die Münchner oder natürlich auch die Berliner treffen, in jedem Fall auch Rot-Weiß Köln, die sich mit 6 Punkten in der anderen Gruppe schon mit 2 Siegen bisher das Halbfinale qualifiziert haben. Bei denen steht natürlich auch noch aus, ob sie tatsächlich Gruppensieger werden und damit dann ziemlich sicher die Münchner spielen müssen. Ja, ein ganz entscheidendes Spiel bei denen ja auch noch, ne? Frankfurt gegen Köln, Erster gegen aktuell Gruppenzweiter. Das wird spannend. Ja. Da wird mit Sicherheit ganz viel Feuer drin sein. Was? So oder so, auch was in der anderen Gruppe passiert, hochwertige Halbfinals garantiert. Thoma ist mit 1 hier vorne. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Ich spiele das schon ein bisschen ruhig, auch vor Jahren. Schlecht sich nochmal tiefer fallen. Doch noch nach vorne, bricht aber ab. Ja. Entscheidet sich die falsche Variante, spielt die quer auf Seige, der interveniert und mit dem Innenpfosten den Ball ins Netz legt. Brett hoch, würde man auch sagen. Brett hoch an Bendix, kennt man vorbei, der sich natürlich ärgert wird, ne? Ja, jetzt passiert das erste Gegentor im Spiel, kassiert. Aber muss dazu sagen, der Fehler ging vorher von Pojaric aus, indem er den Ball dem Gegner wirklich in die Vorhand legte. Und der hatte dann einfaches Spiel. Ja, wenn es jetzt dabei bleibt, sind das für Bendix, denkt man eben 90 Minuten mit nur 2 Gegentoren. Hier Kirschstein, der wird nicht die Vorteilsregel angewandt, sondern doch vor dem Schuss von Kirschstein auf 7 Meter entschieden. Natürlich sehr ärgerlich, weil Kirschstein den Ball, das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, aber versenkt hat. Jetzt schauen wir nochmal im Replay. Pojaric steht zum Schuss bereit. 2 Schritte Anlauf und eiskalt versenkt ihn oben rechts im Winkel. Ja, man konnte sich ganz auch im Replay erkennen. Wird so richtig gut sein. So oder so. Tor ist Tor. Ob nun mit Vorteil oder als 7 Meter. Eiskalt von Pojaric in den rechten Winkel. Und jetzt fast das nächste Tor. Starkes Rückhandbrett. Echt auffällig, wie viel der Junge mit der Rückhand abfällt. Dann kürzt dann eigentlich auch das 5-1 auf dem Schläger, dann gibt es doch den Meter und Pojaric, der sich sozusagen ein bisschen im Kampf um den Torschuss mit Torjäger geliefert. Ja, auf jeden Fall sehr schön vorgelegt an diesem ersten Wettkampftag.
letztes Spiel für den BHC, letztes Spiel für den MSC und man muss dazu sagen, beide Mannschaften haben, auch wenn das jetzt sehr deutlich klingt, klasse Hockey gezeigt. Und dann, ich denke auch zu Recht, beide Halbfinale. Jetzt haben wir der gleichzeitig Thoma dringt den Kreis ein, fliegt rüber an einen Münchner Fuß, gibt den Vorteil. Vorteil und Tor! Da macht jetzt Kirstein sein Tor, das er eben nicht machen durfte. Dafür diesmal auch korrekt jetzt die Vorteilsregel angewandt. Es wird nicht gepfiffen, sondern das Spiel läuft weiter und er bekommt so mit der Rückhand die Chance. Wir sehen das jetzt nochmal im Replay. Ja, alles richtig. Gut entschieden von Florian Barrich, der wirklich gut aufgepasst hat. Ja, was ich gerade nochmal sagen wollte, 90 Minuten jetzt für die Berliner See mit nur zwei Gegentreffern. Und das in der Halle, das kann sich sehen lassen. Das zeigt für eine ganz klasse Defensivarbeit. Mit den 10 Sekunden das dritte klare Spiel und das zweite wirklich deutliche Spiel der Berliner. Mit dem 5-0 im ersten Spiel und 6-1 wirklich sehr dominant und sehr kaltschnäuzig hier auftreten. Ne? Da muss man letztlich sagen, absolut verdient steht der BHC als Tabellenerster im ersten Halbfinale morgen früh um 9.30 Uhr. Aber auch der MSC verdient weitergekommen als Zweiter der Tabelle der Gruppenphase. Ja. Darf das zweite Halbfinale bestreiten. Und jetzt geht es nochmal im nächsten Spiel, wie ihr jetzt schon seht, darum zwischen dem HTRC und dem Düsseldorfer Sportclub ja, einen dritten Platz in dieser Gruppe ausfindig zu machen. Wir verabschieden uns, gehen einmal kurz in die Pause. Die Teams brauchen noch ein bisschen, um sich einzuspielen. Wir spielen uns auch gleich wieder ein und sind gleich wieder für euch da. Bis dann!